Die Rad-Erstausgabe können wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Jetzt sind wir wieder in Rohlingen angekommen. Dann lohnt es sich auch wieder so ein bisschen Overworld-Sachen zu machen. Und das finde ich halt echt cool, dass du hier wirklich eine Menge Overworld-Sachen zu tun hast, so in der Zwischenzeit. So, können wir gegen euch vielleicht das nochmal ausprobieren? Keine Ahnung, wen von beiden ich da gerade getroffen habe, aber einen. Ja, okay. Wow. Okay. Das ist halt das Coole. Man kann jetzt auch Erstangriffe mit der Stampfattacke machen. Das ist halt auch wahnsinnig viel wert. Wow. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Ich bin gespannt. So, Paralyse. Gruppio Mario Spreuen Spreuen. Drücke ABX über dem Gegner. Schnell hintereinander. Okay, das war komisch. Ah, also. Ah, okay. Was? Jetzt habe ich es erst verstanden. Ah, okay. Dankeschön. Gut, ich habe irgendwie nur auf Marios Kopf geachtet und gar nicht. Wow, 3 Runden. Okay, das ist natürlich nice. Ja, also es ist nicht schlecht, tatsächlich. Man kann damit durchaus einen Kampf relativ einfach gestalten. Nichtsdestotrotz dagegen stellen halt. Ja, wobei. What? Ah, ja, stimmt, die haben 3 Leben, richtig. Genau, wenn man dagegen stellt, was man mit einem Sternbeben machen kann, wo man einfach allen Gegnern irgendwie 5 oder 6 Schaden machen kann. Aber das Action-Kommando ist recht simpel. Beim Sternbeben ist tatsächlich. Wow, das ist eine Menge Holz. Krasser Shit. Beim Sternbeben ist tatsächlich. Oh, ja, stimmt. Hier können wir jetzt ja auch mal unsere gute Iona drauf rauslassen, weil das hier sieht doch sehr verdächtig aus. In der Tat. Und wir kriegen. Herzilein Partner! Die KP deines Partners regenerieren sich langsam. Auch ganz interessant, wobei ich sagen muss, dass die Partner-KP doch relativ obsolet irgendwie sind. Moment, hier kann man nicht viel machen, nee. Guck mal, eigentlich hier hin. Oder hier hinten. Eins von beidem sehe ich gerade noch nicht. Aber hier, das war, glaube ich, nur für einen Schlüssel, oder? Das hier war nicht wirklich interessant. Ja, das war, genau, das war um hier. Ja, richtig, okay. Ah, Moment, wir müssen ja eh zum Aeon-Tor, genau. Dann können wir jetzt auch gerade dahin gehen. Weil wir wollen uns ja die neue Location die Location vom neuen Sternjuwel absichern. Das muss man ja, soweit ich weiß, immer noch beim Aeon-Tor machen. Da geht noch kein Weg dran vorbei. Und deshalb machen wir das natürlich auch. So, ah, hier können wir jetzt natürlich auch durch. Aber das konnten wir schon vorher, oder? Moment. Ja, hier ging es doch zum Duellkerker, wenn ich das richtig im Kopf hab. Okay. Also hier ist auf jeden Fall der Duellkerker. Und hier, oh, hier ist ein Insignie. Cool. Das habe ich nicht mehr gewusst. Hä? Aber waren wir hier nicht beim letzten Mal schon mal? Weil wir sind hier dann nur so rübergekommen. Seltsam. Okay, also hier ist der Duellkerker jedenfalls. Dem werden wir uns früher oder später auf jeden Fall nochmal widmen. Ich weiß zumindest, dass es auf Ebene 50, glaube ich, also die Hälfte, gibt es ein recht cooles Item. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Also dann, Mario, jetzt ist das Sternjuwel an der Reihe. Ja, also bis dahin sollten wir auf jeden Fall da einmal gewesen sein, so früh man eben die 50 Ebenen hinter sich bringen kann. Und ich glaube, dann noch einen zweiten Durchlauf machen, wo man halt alle 100 macht. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Wow. Das sind die besten Special Effects, die man damals auf dem GameCube hatte. Ich bitte es zu entschuldigen. Nee, also für damalige Zeit ist es wirklich ganz nett. Und da haben wir unsere neue Location. Mit dem orangenen, braunen, ockerfarbenen Sternjuwel, wie auch immer. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Das ist sicher der Ort, an dem sich das nächste Sternjuwel befindet. Ist das etwa irgendwo über den Wolken? Was kann das bedeuten? Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob jeder einzelne Charakter da andere Dialoge hat bei sowas. Weil oft sprechen die Partner ja dann. Unter uns schlummern also die Ruinen von einer von langer, langer Zeit zerstörten Stadt.
Und die vereinte Kraft der Sternjuwelen hält das Tor seither versiegelt. Um dieses Siegel zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft der Sternjuwelen. Aber warum, um alles in der Welt, wurde der legendäre Schatz denn versiegelt? Etwa um ihn vor Dieben zu schützen? Nein, das musste geschehen, weil... Weil? Weiß nicht. Nicht so heftig, Professorchen. Entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben muss. Aber mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Forschung, um mehr darüber herauszufinden. Verstehe. Aber was ist mit dem nächsten Sternjuwel, das auf der Karte eingezeichnet wurde? Vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken Falkenheim. Es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark, aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer. Eine Stadt in den Wolken? Und gibt es auch einen Weg dorthin? Ein Luftschiff verkehrt mehrmals täglich zwischen Rohling und Falkenheim. Allerdings ist es problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht einfach auf normalem Wege kaufen. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ein Ticket zu bekommen. Nun ja, im Westend lebt Alpelmon. Vielleicht kann er ja was für euch tun. Westend ist das Gebiet westlich vom Rohlinger Marktplatz. Wer hätte es für möglich behalten? Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia, ein gewisser Alpelmon. Man sagt, er würde gelegentlich nach Falkenheim fliegen. Dann lasst uns doch diesen Alpelmon mal einen Besuch abstatten. Das wäre gut, aber Alpelmon ist ein allseits gefürchteter Mafia-Boss. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit blicken. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. Wenn ihr das Ticket von Alpelmon bekommen habt, fliegt sofort nach Falkenheim. Keine Zeit verschwenden, alter Mann. So. Was haben wir jetzt für eine Mail? Keine Ahnung, ob man da schneller hinkommen kann. Irgendwie. Kopiel, gefunden. Kupio, du hast mich zwar gefunden, aber jetzt bin ich an einem Ort namens Kristallpalast. Es ist zwar kalt, aber wenn man sich hier. Aber man kann sich hier wirklich gut verstecken. Gefunden werden will ich nicht. Aber irgendwer muss doch sehen, wie gut ich mich verstecken kann. So stelle ich mir das vor. Also wenn du kannst, finde den unsichtbaren Cooper in seinem Versteck. Kupiel. Kristallpalast? Also entweder ist das noch eine spätere Map, die ich nicht mehr im Kopf habe. Durchaus denkbar. Doch, ich glaube, das ist wirklich ein ziemlich spätes Gebiet. Krass, dass es solche harten Spoiler hier gibt, ne? Aber gut, da werde ich mich eh hundertprozentig nicht mehr dran erinnern. Kann man das irgendwie auf ungelesen stellen, die Mail? Ich glaube nicht. Ja, also erinnert mich irgendwie dran, wenn ich beim Kristallpalast bin. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an die letzte Welt von Paper Mario 64. Da gab es meines Wissens nach einen Kristallpalast mit dem Kristallkönig dann am Ende als Boss. Aber er wird ja nicht ins andere Spiel gegangen. Dann aufhören zu schlafen, Irona. So haben wir nicht gewettet. So, und damit würde ich sagen, widmen wir uns doch mal unserem guten Merlon mal wieder. Sei willkommen im Haus des großen Zauberers Merlon. Merlock, Malock, Melock, was auch immer. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? So, wir haben 6 Insignien, wir könnten theoretisch beide Ränge erhöhen, will ich aber glaube ich nicht, weil wer weiß, ob wir rechtzeitig noch so viele Insignien finden. Wir nehmen nur mal Irona. Moment, oder? Mit Knutschkuss saugt sie gegnerische KP ab. Mit Multikopfnuss greift sie den Gegner mehrfach an. Ja, Multikopfnuss ist nicht so interessant, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Wir nehmen Irona. Für diesen Mitstreiter soll der Rang erhöht werden? Gumbrina ist leider unser Scanner-Sklave. VM-Sklave, wie auch immer. Rangus Aufus. Aufus. Wow. Irona, ja, guckt einfach nur deliziös in die Kamera. Gib mir Kraft. Wow.
Das ist eine geile Geste. Wupp, 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 wupp. Möchtest du deine Angriffe aller Freunde erhöhen? Nein, du darfst sie nun entfernen. Sehr gut. Und Irona hat damit auch 25 KP bekommen. Auch keine schlechte Sache. Und ja, kann jetzt den Knutschkuss. Beziehungsweise kann auch mit ihrem Bodyslam mehr Schaden machen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, hier waren wir schon 100 Mal. Das ist ziemlich uninteressant. Schätze ich mal. Genau. Oh, Luigi! Luigi! Stell dir vor, ich war im Feuerberg. Und da habe ich den Wunderkompass gefunden. Naja, jedenfalls ein Teil davon. Ein unglaubliches Abenteuer, wirklich. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings noch eine etwas längere Geschichte. Also, welche Geschichte willst du dir anhören? Gefahr am Feuerberg. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also zum Puddingmassiv und gehe direkt zum Feuerberg. Der Weg dorthin führt durch einen bedrohlichen Dschungel. Der Dschungel steckt natürlich voller schrecklicher Kreaturen aller Art. Und außerdem, auf dem Weg treffe ich einen Blopper. Sein Name ist übrigens Gloom. Gloom ist auch auf Reisen und er schließt sich mir spontan an. Gloom ist echt wild. Bei ihm zu Hause nennen sie ihn alle die weiße Bombe. Er ist nicht weiß. Naja. Also wir beide kommen jedenfalls am Feuerberg an. Im Krater blubbert die Lava und heiß ist es da. Außerdem steckt der Berg voller Fallen, um den Kompass zu schützen. Am schlimmsten ist der Granitgolem, mindestens 30 Meter hoch. Sein einziger Schwachpunkt ist ein roter Fleck auf der Stirn. Und selbst ich komme mit meinen Sprüngen nicht so hoch. Aber ich hatte einen Plan und hier kommt Glooms Einsatz. Ich packe Gloom also an den Tentakeln, ich ziele und dann schleudere ich Gloom genau auf diesen roten Punkt. Und diese weiße Bombe trifft genau ins Schwarze, na gut, ins Rote. Ja, und so geht der Granitgolem dann also zu Boden. Danach war es ganz leicht an die Schatzkammer zu kommen. Nun, Prinzessin Eclair war natürlich nicht da. Aber immerhin fand ich einen Teil des Wunderkompasses. Und diesen Teil habe ich dann in den Richtungssockel eingesetzt. Dieses Mal zeigt die Nadel nach Westen. Und das bedeutet, ich muss nach Ofendorf im Kuchenland. Mein Weg dorthin führt genau über Rohringen. So, jetzt weißt du auch, welche Abenteuer ich erlebe, wenn du weg bist. Sprich mich einfach an, wenn ich von meinen Abenteuern berichten soll. Ja, irgendwann in ganz weiter Ferne eventuell. Passt schon so. So, an der Stelle würde ich sagen, wir gehen uns einmal eine Runde heilen. Das ist, glaube ich, nie verkehrt, weil wir haben auch so ein bisschen KP jetzt eingebüßt in letzter Zeit. Hallo Mario, hast du die Prinzessin? Du sollst die wirklich möglichst bald finden. Ja. Willkommen, Tothaus. Ein wenig Ruhe erfischt Körper und Geist. Für 5 Münzen. Nein. Haben wir nicht einen Hotelgutschein irgendwie gehabt? Nee. Doch, da haben wir doch einen. Warum kann ich den nicht einlösen? Ah, du hast einen Hotelgutschein. Willst du ihn benutzen? Ja. Genieße deinen Aufenthalt. Sehr gut. Dann haben wir wenigstens unseren Gutschein sinnvoll benutzt. Herrlich. Badadadadam. Ja. Und gut geschlafen? Dann gute Reise und komm bald wieder vorbei. Immer wieder gerne vorbei, wie auch immer. So. Dann würde ich sagen. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ja, irgendwie nicht so richtig. Was haben wir denn hier auf dem Brett hier? Die Kokionen, die den Wunderwald überfallen haben, haben sich zurückgezogen. Was wollten die nur? Okay. Sudelecke. Die kleinen Wesen, die in der Ruinen der Katakomben lebten, das kleine Wesen, das in den Ruinen der Katakomben lebt, ist verschwunden. Ein tierliebender Tod. Okay. Ja, den haben wir natürlich ein bisschen wegdrängen müssen. Das ist schon richtig. Okay, hier gibt es eigentlich nichts Interessantes. Ich wollte im Ordenshop eigentlich nochmal vorbeischauen. Und unser guter Händler hier ist auch wieder da. Interessant. Willkommen, ich habe jede Menge brandneuer Waren im Angebot. Möchtest du etwas kaufen? Immer. Oder auch nicht. Gelee Royale ist auch ganz interessant, aber das wird halt unsere gesamten Münzen wieder sprengen. Autsch, verdoppelt den Schaden, den Mario erleidet. Warum man das anlegen sollte, ich weiß es nicht. Es mag vielleicht irgendwelche coolen Sachen geben, aber ich glaube nicht. Kriechspur, verhindert, dass Mario läuft.
Nächster Punkt. Ausgeschlossen. Oh, du willst doch nicht? Schade. Sind alles Sonderposten. Gelegentlich wechsle ich mein Angebot. Also schau mal wieder vorbei. Ja, also seine zwei Orden sind absoluter Gulasch, offenbar. Das muss man, glaube ich, so festhalten. Genau, ich wollte hier oben nämlich in meinen Ordenshop vorbeischauen, denn im Ordenshop gab es beim letzten Mal doch was recht Interessantes, wenn ich das noch richtig weiß, das ich mir ganz gerne auch holen wollen würde. Das da wäre. Oh, der hat den sogar im Angebot. Den Anti-V-Hieb. Champ-Brosche. Action-Kommando schwerer, aber mehr Sternenergie. Schnarcher. Hiermit schläfert Mario einen Gegner ein. Sie greifen nicht an. Fortuna, tu mir nichts. Okay, ich meine, man kann ja tendenziell. Ich grüße dich. Lange gewartet. Kaufen. Andere. Powersprung, Kampfwut, tu mir nichts. Glück gehabt. Blumensegen. Glück gehabt ist, glaube ich, ziemlich nice. Gegnerische Angriffe auf deinen Partner gehen manchmal daneben. Ja, also unabhängig vom KP-Stand. Das ist halt ziemlich nice. Aber ich glaube, der kostet auch einen Haufen. Nach Sternenergie. Mehr Sternenergie nach Marios Showeinlage. Okay, ja, ist auch nicht schlecht. BP-Segen. Marios Angriffskraft sinkt um 1, bei jeder Attacke erholen sich seine BP um 1. Okay. Ja, das so, sowas könnte man zum Beispiel mehrfach reinnehmen, wenn man seine Partner nutzt, die nur BP-Angriffe machen. Und ich weiß nicht, ob Sternenangriffe davon betroffen sind. Action war nur einfacher, aber weniger Sternenergie. Erstangriff. Ein schwächerer Gegner wird durch den Erstangriff besiegt. Ja. Sind ganz interessante Sachen. Wir nehmen an der Stelle mal den Anti-V-Hieb. Anti-V-Hieb kostet 52 Münzen, um diesen Orden einzulegen. Brauche ich höchstens ein OP, soll es der sein? Ja. Anti-V-Hieb ist immer geil. Ja, also das Problem ist halt einfach, Gegner mit hoher Verteidigung sind ein Problem grundsätzlich. So, den Charge nehmen wir weg, den Anti-V-Hieb rein, perfekt. Ja, Gegner mit hoher Verteidigung sind echt ein Problem an vielen Stellen, wenn sie mal wirklich utopisch hohe Verteidigung haben und der Anti-V-Hieb macht das halt komplett zunichte. Und ja, damit ist man dann halt gewappnet, eine Option zu haben gegen solche Gegner, was sonst nicht unbedingt gegeben ist. Warum bin ich jetzt nochmal gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte auf jeden Fall nochmal zum Hafen gehen, denn wir erinnern uns, da hatten wir doch unseren guten Nager hier, der irgendwie mal Investitionsgeld von uns verlangt hatte. Und immer noch da ist. Oh, Mario, da bist du ja wieder. Eines Tages möchte ich auf einen Schlag reich werden. Wenn ich mein Öl finde, wird sich dieser Traum erfüllen. Ich nehme Beteiligung ab 100 Münzen entgegen. Sollst du etwas investieren? Schade, aber da kann man wohl nichts machen. Ich bin noch eine Weile hier. Komm vorbei, wenn du investieren möchtest. Okay. Ja, wir haben jetzt die 100 Münzen nicht. Ich würde es vielleicht sogar machen, wenn wir die 100 noch bekommen würden. Ich bin echt gespannt, ob sich das lohnt oder einfach nur Waste of Money ist. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es in dem Spiel hier ein Waste of Money sein soll. Aber gut, schauen wir mal. So, wir sollten jetzt nach Westend gehen. Wir merken, dass die gute Rackle T uns hier immer noch aufhält. Hast du mir meine Kontaktlinse gebracht? Aber sicher. Oh, meine Kontaktlinse. Ich sehe wieder klar und deutlich. Ich bin so glücklich. Und tschüss. Und von jetzt an werde ich gut aufpassen. Sehr gut. Nice. Ach, du bist es. Mein Name ist Rackle-T. Ich liebe Kochen. Wenn du mir die entsprechenden Zutaten bringst, koche ich dir etwas Leckeres. Soll ich dir gleich etwas zubereiten? Auf welche Zutaten soll ich etwas zubereiten? Ja, soweit ich weiß, kann sie aus einem Pilz auf jeden Fall was machen. Das haben wir auch gelesen im Rad, in einem RAD. Journal. Also dann, ich koche mit einem Pilz. Ich werde etwas Fabelhaftes zaubern. Einen Moment Geduld. Tralala. Bumm. Schon fertig, aber ich hoffe, es schmeckt dir. Hier bitte. Ein Bratpilz erhalten. Ein Pilzgericht von Rackle-T stellt 6 KP und 2 BP wieder her. Wenn du neue Zutaten hast, komm jederzeit wieder. Ja. Also Bratpilze lohnen sich auf jeden Fall. Da kann man immer mal einen oder zwei dabei haben. In dem Fall würde ich jetzt den einen mal dabei haben wollen. Ja, und den Rest können wir eigentlich wieder ein bisschen bunkern hier. Lagern. 13 Items noch. Ja, gut. Wer darauf acht geben. Was kann man denn noch? Ah, das Mysterium hätte ich schon ganz gerne. Der Kraftpunsch ist halt auch ganz cool, ne? Also den, gut, den Pilz können wir weglegen, denke ich.
Boah, Kraftpunsch, ja, nein, vielleicht. Über die Feuerblume? Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich glaube, wir können die Feuerblume mal weglegen. Die ist mittlerweile nicht mehr so interessant, eventuell. Na, wobei. Ich meine, gegen den Boss ist der Kraftpunsch halt super, ne? Muss man halt sagen. Macht größer, erhöht die Angriffskraft, ist ein krasses Ding. Haben wir jetzt aber eigentlich noch nie eingesetzt. Von daher, na gut, lagern wir es auch mal. Wir kriegen schon noch irgendwas im nächsten Gebiet wieder. Also, das ist ja meistens so die Sache. Man kriegt ja eher mehr Items als wenig. Also, ja. Bevor man dann in der Flut an Items erstickt. Und das Mysterium müsste ich mir immer noch beibehalten, weil das ist immer geil einzusetzen. So, wenn man so richtig kurz vorm am Arsch sein ist, dann noch so ein Mysterium reinhauen.